Ich finde am Voltigieren einzigartig, dass es so unbegrenzt ist. Also man kann sich immer wieder neue Ideen einfallen lassen. Man kann immer wieder irgendwie noch höher bauen, noch mal was, ja, was ganz anderes bauen oder halt turnen, was die Leute halt immer wieder begeistern kann und wo man wirklich halt für so einen Wow-Moment sorgen kann. Wir kannten die Stärken von unseren Gegnern und, oder Mitstreitern, sag ich mal. Und ja, wir wussten, dass wir eine gute Chance haben und wussten, dass wir sehr viel in der eigenen Hand haben. Für uns war es aber ja das erste Championat für Deutschland als Team. Deswegen war es für uns ja so eine Mischung aus Newcomer und aber trotzdem schon Mitfavorit. Nach der Pflicht lagen wir auf dem dritten Platz. Die war nicht so gut oder ja, waren halt ein paar Patzer drin. Ja, und dann im Finale konnten wir noch mal ja, noch einen drauflegen. Und ja, dann hat es halt für Gold gereicht und das war natürlich das Highlight. Für mich war es auf jeden Fall der größte Erfolg bisher. Vor allem halt in der Gruppe ist halt auch nochmal was anderes. Für Deutschland im Team zu starten, es darf nur ein Team starten. Wir sind dieses Team geworden und dieses Team und konnten dann ja sozusagen mit diesem Team Deutschland auch noch bestmöglich vertreten. Das war natürlich das Highlight pur. Ja, ich glaube schon, dass Danny Boy da definitiv, ja, ich meine, da es der eigene ist, hat er sowieso den besten Job von allen Pferden gemacht. Aber was der da geleistet hat mit den Jungs und dem ganzen Team da drauf, war schon klasse. Ich bin sozusagen dafür da, die Mädels durch die Gegend zu tragen, am Ende dem letzten Block nochmal ja, für ein kleines Highlight zu sorgen. Wir haben so eine einarmige Brücke noch gemacht und so einen Dreher danach. Das war halt ja, recht einzigartig, würde ich jetzt sagen. Und dann nochmal halt einen ganz hohen Block, so in der höchsten Etage sozusagen. Und ja, dann konnten wir alle nochmal genießen. Was auch einzigartig ist, würde ich sagen, ist der Teamzusammenhalt. Das ist in vielen Sportarten nicht so, aber bei uns natürlich besonders, wenn man sich 100% auf den anderen verlassen muss, damit halt solche ja, besonderen Sachen funktionieren. Wir haben eine super Zeit gerade, die genießen wir und geben da auf jeden Fall weiter Gas. Am meisten im Kopf geblieben ist der Moment, wo wir wirklich erfahren haben, dass es dann für Gold gereicht hat.